Fangen wir wie immer mit dem langweiligen Teil an. Und zwar die dämlichen Roboterkämpfe. Das nehmen wir gerne an. Oha, die Sammeljagd ist fast vorbei. Dann müssen wir sowieso noch mal ran. Mensch, ich finde immer, die Musik ist übelst laut. Daneben. Wegzulaufen. Und weg. So. Auf in die zweite Runde. Wir haben gestern auch sehr viele Dunkelkristalle gesammelt. Das ist ganz gut. Wir müssen noch ein paar mehr sammeln, weil wir kommen jetzt knapp um die Hälfte. Würde der nicht hier so rumspringen? Hm.
so. Mit dem Kollegen sind wir durch. Kommt der andere nervige Kollege noch zweimal dran. Nein! Weg. So. Hey Dragon Boy, wie geht's? Joa. Gemütlich, gemütlich.
das Alltägliche. Mist, schon wieder der Angriff absolut von anders hingegangen. Immer diese nervigen Roboterkämpfe. Den auch jetzt gleich. Und weg. So, kommen wir jetzt zu den Unterstützungen. Ah nein, noch nicht. Wir haben noch den 10. Engel.
Und weg. Ah, noch fünfmal. Und dann können wir weiterarbeiten an das, an dem Wesentlichen. Ich glaube, Wochenaufgaben haben wir gestern alle fertig gemacht. Mensch, ich bin so dumm, um hier eine Verpackung zu öffnen. Ist das dann schon wieder wie eine Pfeife? Kämpf nicht mit. Also ganz ehrlich, Leute, die nicht kämpfen, die nicht einmal Schaden gemacht haben, sollten gar keine Belohnung bekommen. Jo, meine Latenz, die ist heute ja wieder sehr schön, wenn ich die so sehe. Besser gesagt, meine Bitrate ist wirklich am Arsch. Knapp 5000, ne? Obwohl ich heute keinen dritten Stream laufen habe. Mensch, die Teile machen übel süchtig. Was ich so hätte, die mir nicht kaufen sollen. Viel Schaden macht der Erste da wieder.
Wenigstens geht es schnell. Nur noch zwei Kämpfe. So, dann noch einmal, da sind wir durch. Fertig. Das nehmen wir gerne an, die nehmen wir auch. Tagesbelohnung. Das nehmen wir nicht. Mias Küche.
Dann machen wir mal die täglichen. Gemacht. Blumen von Erinnerung und Begegnung mit der Jugend. Liebe von Paulus, Frau Vanessa, er sucht diejenige, die im Übervoll der Revengers schuld sind, Vanessa's Hirsch.
Okay. Die Quest ist abgeschlossen. Dann geht's weiter. Richtung müsste ich los. Hier hinten. Dann, ja. Hier unter mir. Wir sind ganz nah dran. Wie das Passwort hier ist. Ich habe keinen Bock selbst danach zu suchen. Passwort. 3594. Sind wir hier hoch?
Köpple. Moin, wie geht's? Könnte besser sein, aber es geht. Und wie war der Film? Oha, da warst du ja richtig flüssig. Das glaube ich dir. Ich würde lügen, wenn es mir Spaß gemacht hätte, überhaupt die Gebiete alle auf 100% zu machen. Das ist natürlich mies. Ich komme auch in Discord, dann ist es etwas einfacher mit dir zu labern. Jo. Warte. Jetzt lass mal kurz das Team leiser machen, sonst weiß ich nicht, mit wem ich rede. Okay, kein Problem. Sehr gut. So, moin. Moin.
Oh, ich hab nur den miesen, weil ich nicht wirklich vorankomme mit der Physiotherapie. Und meine Therapeutin sagte auch zu mir, ja, also wenn wir jetzt in den nächsten 2 Wochen keine Besserung sehen, müssen wir was anderes machen. Was meinen die mit was anderem? Operieren oder was? Die wird einen Brief an meinen Chirurgen schicken und die wird höchstwahrscheinlich darauf bestehen, dass ich operiert werde. Ah, okay. Was denkst du darüber? Also, ich finde es nicht ganz prickelnd, mich operieren zu lassen. Aber gut, wenn es sein muss, muss es sein. Ja, wenn es hilft. Also, es ist mal nicht die OP an sich, was mich stört. Es ist eher die ganze Reha danach, weil es nochmal so 2-3 Monate sind, die ich komplett ausfalle. Mhm. Und dass es mir dann teilweise noch schlechter geht wie jetzt in der Reha-Zeit. Aber danach wird es ja dann besser gehen, ne? Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Man weiß nie. Ja, weil mein Chirurg sagte auch, also auch wenn wir operieren, heißt das nicht, dass es unbedingt die beste Lösung ist und oder dass es besser wird. Ich verstehe. Ach nö, was macht? Ja. Da suche ich hier das ganze Gras ab nach diesen komischen Feuerkugeln für in die Blumen reinzuschmeißen. Und da hatte ich die passive Fähigkeit von der Lanze aktiv und die Lanze hat einfach das Ding getötet. Ah, aufpassen, Fenpen greift auch gerne mal an. Okay. Gut, jetzt bin ich genervt. Thank you.
nerven müssen, dass ich auf diesen Account gefühlt nur Dailies gemacht habe. Und den vom Level her, sagen wir mal, ein bisschen hochgepusht habe, aber der einfach die Charaktere nicht dazu passen. Weil die einfach viel zu schwach sind. Ja, ja, mein Kasor geht ja jetzt wenigstens. Aber es bringt, mein Kasor bringt halt nicht viel, weil ich keinen guten Angriffscharakter habe. Also ich hatte sogar Glück, ich habe einfach mal random einen 10er-Pool gemacht bei den Waffenbannern und habe einfach eine Waffe bekommen. Das ist geil. Aber leider die falsche Waffe, die mir nichts bringt. Welche? Ich habe leider die Waffe von diesem anderen Charakter bekommen, von diesem Neulet oder wie der hieß. Ah, okay. Vergessen. Und ja, mir bringt dieses Buch nichts, um ehrlich zu sein. Ich weiß halt nicht mal, ob das auf andere gut ist. Gesehen, dass es zwar Crit Damage macht, aber mal gucken halt, ob es. Für welches Element? Welches Element? Oder ist es rein nur auf physisch ausgelegt? Hat das. Ein Zauberbuch doch nicht. Nein, Quatsch, Quatsch, es ist ein Zauberbuch. Wait. Also. Es ist halt. Nee, Crit Rate ist es. Es ist Crit Rate. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Das können wir auch für Wanderer nutzen. Ich mache halt Crit Rate. Es macht den Movement Speed um 10% höher. 8% mehr Elemente Damage, wenn ich einen Kampf anfange. Oh. Und das jede 4 Sekunden. Und das kann man bis zu 4 hochstacken. Das heißt, ich krieg alle 4 Sekunden 8% immer mehr. Also so ein 8, 16, 24 und so weiter, ne? Das ist geil. Ja, und das geht bis zu 4 Mal insgesamt. Ja, oder es sei denn, also, oder der Bonus wird dann wieder weggenommen, wenn ich den Kampf verlasse oder hinfalle. Das ist mit Wanderern ein Problem. Wenn er nämlich in der Luft ist, wird er gerne mal gesniped. Da muss ich dann noch einen Schildcharakter spielen. An sich ist es not bad, das ist not bad. Aber aktuell habe ich halt The Witzith. Was halt Crit Damage macht. Ich bin damit eigentlich relativ zufrieden. So, was fehlt mir noch? Ah, da ist noch eine tägliche.
Griechische hätten wir dann auch fertig. Geht doch. Können auch mal Leute nett sein. Ich hatte von einem der Joint meiner Welt. Okay. Schreibt mir Hi. Ich schreibe Hi zurück. Auf einmal teleportiert er sich weg von mir und fängt an, meine ganzen Sachen abzufahren. Ja. Wo ich mir denke, du könntest da wenigstens fragen. Solche Leute schmeiß ich immer direkt raus. Hatte ich nämlich zum Beispiel einen, der wenigstens gefragt hat. Nur das Blöde ist, er braucht genau das, was ich halt auch gebraucht, brauche. Und ich weiß nicht, ob der jetzt davon noch was findet hier. Ich hab gesagt, er kann es versuchen, noch was zu finden. Aber ich glaube, der hat schon aufgegeben. Ich war eigentlich relativ gründlich. Wie soll ich denn da hochkommen? Mich gerade. Was habe ich gehasst, diese lilane Käfer zu sammeln für Ito zu leveln? Oh nee. Ja, ich weiß, was du meinst. Die in Inazuma, ne? Für wen hat man die noch gebraucht? War es ja ein Mikro? Ich weiß es gerade nicht. Ist auf jeden Fall auch ein Charakter, für wen ich das gebraucht habe. Ja, du hast es für zwei Ist es nicht sogar Kasu, ja? Kasu? Das kann auch sein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, Kasu ist es nicht. Der braucht dieses Ganoderma, dieses in der Art, was im Wasser ist, und die Insignia, die du bekommst, wenn du Fatuis tötest. Und halt uns halt den einen Boss da, der in Inazuma ist, dieser Samurai. Samurai, ja. Ja, und das war's eigentlich auch. Ach nee, also, jetzt kriege ich hier Windgegner und soll ich dir mal mein Team gerade sagen? Bist du ready dafür? Ja. So. Wanderer, Kasua, Jean. Und dann Heifen. Und den Wanderer mit welchem Element? Wanderer? Mit welchem Element? Du kannst ja die Elemente ja wählen. Kann man? Ja, du kannst ja ihn entweder auf Dendro, er ist der Einzige, der ja alle Elemente haben kann. Du musst nur zu der richtigen Stadt. Nein. Wanderer, Scaramouche. Ah, Scaramouche, Entschuldigung. Obwohl, Scaramouche ist ein... Da hattest du sehr viel Glück. Der ist richtig gut. Scaramouche, ja, den habe ich doppelt gezogen gehabt. Also nicht auf einen Account, ich habe den damals auf meinen Main geholt und direkt auf den zweiten, weil ja, weil ich ihn einfach nice fand. Dann gab es ja damals den Banner mit Kasua und Alhaifen zusammen. Ja. Und ja, da wurde es dann Alhaifen. Ich fand Alhaifen hat mehr zu dem Account gepasst. Also ich habe halt keinen richtig starken gehabt. Wanderer kam mir erst danach, genau. You know? Ja. Aber er, Al-Haifam ist so stark. Auch seine, seine zwei Fähigkeiten sind so heftig. Machen, ne? Ja. Ja, ich finde sogar die zweite Fähigkeit, also die sozusagen die. Das nicht der Burst, sondern die andere Fähigkeit finde ich sogar tausendmal besser als die Ulti sozusagen. Ich finde die Ulti ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Oh mein Gott. Ich habe voll vergessen, dass ich Kine mein Team habe. Als Healerin.
Ich habe ja ihre Waffe gestern gezogen. In dem Standardbanner. Also ich habe wirklich gestern nicht erwartet, dass ich da irgendwas rausziehe. Ich habe mir echt Kijin gewünscht. Sie ist einer meiner Lieblingscharakter. Für mich auch im Standardbanner auf jeden Fall. Wobei, es, die Leute regeln... ist auch nice, aber Jean hatte ich halt schon. Deswegen. Die Leute regeln sich auf, wenn sie Kiki ziehen. Aber hast du mal gesehen, was Kiki letzte Fähigkeit ist, wenn du die C6 oder C8... C6, glaube ich, ist es. C6, ja. Aber... Das auf C6 kriegen ist die Sache. Weil ich hatte sehr lange zum Beispiel Barbara im Team, weil wenn du die komplett ausbaust, ihre letzte Fähigkeit ist so geil, dass sie einfach mal ein gefallener Mitspieler komplett heilen kann. Wiederbeleben und heilen kann. Okay. Ich muss echt mal für Wanderer sammeln, aber ich bin absolut zu schwach für die Domains. Deswegen kann ich gerade aktuell noch nicht farmen gehen, deswegen sammle ich gerade einfach nur ein paar Sachen. Da kriege ich wenigstens noch ein paar XP-Bücher, dann kann man die Charaktere nochmal schön hochleveln. So, das habe ich gemacht. Also es gibt schon wieder so viele Sachen, die mich in Genshin nerven, dass es die nicht gibt. Sehr stark gehört dazu der Greifhaken. Allgemein die Freiheit irgendwie. Ich fühle mich irgendwie, als hätte ich nicht die komplette Freiheit hier. Ja gut, du hast manche Charakter, die dir beim Klettern zum Beispiel besser helfen können. Ja, klar. Kasua zum Beispiel. Ja. Bin ich aber trotzdem noch schwach. Kijing ist zum Beispiel auch sehr praktisch, um etwas höher zu gewinnen. Genau, ja. Das kann's ja auch mit der Haifim und mit der neuen, mit der Chiori. Okay. Die kann das auch diesen. Ah ja, stimmt. Ich hatte damals gelesen, dass die Fähigkeiten etwas kopiert sind wie bei Kijin. Zhongli. Kannst du einfach überall random mal ein paar Säulen hin. Das ist wirklich gut, ja. Das kannst du aber auch mit dem Dings machen, mit dem Traveler. Ja, nur seine sind nicht so hoch. Aber die funktionieren. Die funktionieren auch, ja. Ich liebe es, mit Jean Leute rumzuwerfen. Das ist so lustig. Ich habe Jean sogar echt in C1. Ich weiß ja nicht, was es mir gebracht hat, weil ich das damals einfach mal random einfach angenommen habe, ohne nachzulesen. Weiß ich auch nicht mehr. Ich hatte sie auch eine gute Zeit als Healer im Team. Aber sie habe ich auch, glaube ich, C2. Hm? Ah, scheiße, hier muss ich das Ding reinschmeißen. Wo sind die?
Hast du dich eigentlich auseinandergesetzt mit den Waffen von dem neuen Battle Pass? Nee, hab ich nicht. Okay. Weißt du, es sind ja wieder neue Waffen reingekommen mit 4.0, ne? Und da ist das Ding. Ah, ja, das hatte ich gesehen. Dass sie gefühlt gleiche Stats haben, aber auch einige Änderungen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich lieber auf den alten, weil ich bin sehr, sehr großer Fan von dem schwarzen Schwert. Ich finde das richtig nice, weil du kannst dich damit ja auch healen und so. Das holt ja wieder hier raus, was dann Damage machst, wenn du einen Crit machst. Ja. Ich weiß halt nicht, was das neue Schwert kann. Es hat halt an sich die gleichen Main Stats. Also hier Crit Rate. Also alles im Battle Pass hat immer Crit Rate, warum auch immer. Aber ich weiß halt noch nicht genau, was die anderen Stats sind. Also das Black Sword gibt dir halt, wie gesagt, Heal. Wenn du einen Crit Damage machst. Also wenn du einen Crit hitten. Sammel schon das nächste Gebiet. Ich bin jetzt bei 75%. Nein, wieso? Mist. Na, jemand will joinen, lass mich raten, er braucht irgendwas. Sowieso richtige OGs haben immer Minimum 2 Accounts. Ja, weil es so schnell langweilig wurde. Einmal das, aber auch zum zweiten wegen dem Farmen. Das zum Beispiel auch, ja. Wenn du 2 Geräte hast, dann passt das. Also ich könnte es sogar machen. Ich habe sogar 3 Geräte. Aber bringt nichts. 2 Geräte reichen aus. Na gut, an Geräten fehlt es mir nicht. Ich bin Handysammler. Ja. Das habe ich mitbekommen. Ja, der bei mir reingekommen ist, sagt, das ist ein langweiliges Jahr. Wow. Wenn man das Spiel jeden Tag spielt, was soll man das erwarten, ne? Ja gut, ich habe in der Zeit damals auch nur, bin reingegangen, tägliche gemacht, mein Resin verbraucht und bin wieder rausgegangen. Ja, also die Standardsachen, genauso wie bei mir meistens. Dabei war ich meistens auch immer so, dass ich immer sehr viele Neulinge gejoint bin und denen geholfen habe. Das war so mein Zeitvertreib. Das habe ich sehr oft gemacht, wenn Leute in meinen Stream kamen und mich gefragt haben, ob ich ihnen helfen kann bei einem Boss oder so.
Das Gute ist, da ich wirklich nie was auf diesem Account ausgegeben habe, also wirklich nie, habe ich jetzt, glaube ich, über 30 dieser zerbrechlichen Harzteile. Also das ist ordentlich Farm. Ich habe jetzt extra bis zu dem Level gelevelt, wo ich jetzt die goldenen Artefakte bekommen kann. Also sozusagen das Beste. Ja, und jetzt kann ich ordentlich durchleveln. Also ich glaube, mit den 30 Dingern kann ich definitiv einen guten Charakter bauen. Definitiv. Vielleicht habe ich sogar Glück und sogar zwei, aber ich weiß nicht. Ich habe nicht so Vertrauen da drin, dass das mir so gönnt. Also ich hatte heute, habe ich ein gutes Zeichen mal bekommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also damals habe ich manchmal vielleicht eine Woche gebraucht, bis ich ein gutes Teil bekomme. Allein schon spiele ich gerade mit einer blauen Waffe. Ich habe die auf R5 einfach geupgradet und es macht ordentlich Crit Damage. Ich hab gleich wieder 80 von den Goldkerne. Oh, nice. Bin ich gespannt, was ich ziehe. Cool, ne? Ja. Hast du irgendwas im Kopf, wen du ziehen möchtest? Ich hoffe nicht wieder King. Okay, ja, kann ich verstehen. Aber ich bin froh mit, ich habe gleich genug für nochmal 80 bei den Rotkerne. Oh, okay. Willst du da auch nochmal pullen, oder? Ja, ich wäre froh, weil ich habe die Waffe von Asuka auf 4 Sterne. Auf 4 Sterne sogar, oder? Okay. Ja. Ich hatte ja nochmal gesammelt für die 80 zu bekommen und ich habe nicht gesehen, dass ich sie nochmal ziehen konnte, auch die Waffe. So konnte ich sie direkt auf 4 Sterne machen. Also versuchst du jetzt noch einen 5. Stern zu holen, oder was? Jo. Vielleicht bist du ja so lucky und kriegst sogar noch einen 6. Stern. Das wäre crazy. Das wäre crazy. Ich bin jetzt bei 8000 Dunkelkristalle. Weil das Problem ist, 4 Sterne
ein bisschen unnötig dann, da musst du eigentlich schon auf den sechsten gehen. Ja. Wobei der vierte Effekt, der ist schon richtig gut. Also der dritte, der ist ja das, die Fähigkeit, wo ich dazu kriege mit dem AT-Feld. Und der vierte ist einfach mal 36% mehr Basic Damage. Okay, ja. Ist auch bei mit Abstand die stärkste Waffe, die ich momentan besitze. Also mit Abstand, also fast das Doppelte an Stärke, was die anderen Waffen alle haben, die ich jetzt habe. Ist bei mir genauso eigentlich. Hast du eine Waffe, die komplett gemaxed ist, oder? Nope. Also maxed vom Level her, ja, aber von dem Stern nicht. Das ist meine weiteste Waffe, müsste Dings gewesen. Ja, ist hier Saku. Die Doppelklinge, da habe ich 4 Sterne. Ja gut, wenn ich King nochmal ziehen würde, würde ich dann auch den Effekt freischalten mit der N32% Basic Angriff. Wie viel fehlt mir eigentlich jetzt dann noch? Ich bin bei 68 von den Kernen. 68, okay. Geil, ich hab Way fertig, die Visitenkarte. Also ich habe damals einfach mal das erste Mal einen Waffenbanner gepult. Ganz damals habe ich die Yoimiya-Waffe bekommen. Die habe ich dann für Ganyu benutzt, weil die Yoimiya-Waffe hat ordentlich Damage gemacht. Also ordentlich Damage hochgepult. Ich glaube, es war sogar Crit-Damage. Mit Ganyu habe ich auch sehr viel gespielt. Sie ist so geiler Charakter für Flash and Damage und auch für Reaktionsangriffe. Wenn du dann eine Kombination machst, zum Beispiel mit Kokome, Ganyu und Lisa, das war eine geile Kombo, weil alle drei Flaschen Ults hatten. Habe ich ein gutes Teil bekommen, aber das ist das Falsche.
Also Jean ist echt ein nicer Charakter. Auch mit den, mit der Charge Attack, wo du dann die Gegner nach oben schleuderst, ist alles richtig nice. Ja. Also kannst du wirklich, was kleinere Gegner angeht, kannst du die ordentlich verwirbeln mit Jean. Wenn du die Luft steuern kannst, kannst du die einfach ins Wasser werfen, dann sind sie tot. Ich hab mir immer einen Spaß erlaubt, die von den Klippen runter zu schmeißen. Das funktioniert auch. Bei Jean war es ja so, dass die Heal immer aufs Attack, von Attack gegangen ist, ne? Ja. Mal gucken, dass ich Jean Attack hochmache. Was, Attack oder war es Leben? Es war Attack. Ich okay. Ich glaube, Kokumi war Leben, oder? Nee, doch. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, bei Jean war es Attack. Ich wieder das falsche Teil. Ist das frech? Ich habe doch noch nicht ein Teil bekommen, was ich für Wanderer benutzen kann. Ich hatte damals richtig gefailt bei Julia, weil ich Depp hatte nicht gelesen ihre Stats und habe einfach ihr Artefakte gegeben für Eis. Nur sie ist ein physischer Charakter. Genau, ja, ich habe sie aufgebaut. Du musst ja den Domain für Vivi nehmen, ne? Ja. Dieses WDD-Send, keine Ahnung, wie die Scheiße heißt. Kennst du mal Vivi? Das war ja im gleichen Domain. Da ich den sehr oft für Kasua gefarmt habe, war das für Jula kein Problem. Da hatte ich ordentlich welche übrig. Ich habe ja auch Julas Waffe dazugezogen. Wenn ich schon wieder drüber nachdenke, so schade, wie viel ich verloren habe. Dann kann ich schon wieder Rojo-Würste fluchen dafür. Ich habe schon wieder das falsche Artefakt bekommen. Ich weiß echt nicht, für wen die Artefakte gut sind. Da muss ich jetzt gucken. Gut, ich kann es für Chinobu benutzen. Das ist gut. Die habe ich nämlich. Auch Shinobu ist gut mit Anheifern.
Gut, ich habe noch 29 von den zerbrechlichen Harzteilen. Ich habe heute schon ein bisschen für Kasua gefarmt. Oh, ich habe schon wieder das Falsche bekommen. Das kann nicht wahr sein. Also ich habe bis jetzt, wir sind jetzt schon in der sechsten Runde und ich habe bis jetzt noch nicht ein Teil bekommen. Also ich habe halt nicht mal das Teil bekommen, also nicht mal dieses Set-Teil, weißt du? Also ich rede nicht von falschen Stats oder so. Ich habe nicht mal das Set-Teil bekommen. Das ist mies. Das machen die mit Absicht. Also ich kann insgesamt, glaube ich, 90 Mal in den Domain reingehen. Warte, wie viel war? 20 war einmal, ne? Oder? Doch, 20 war es, glaube ich. 20? Ich glaube es. Jedes Zerbrechliche ist dann sozusagen dreimal. Das heißt, ich könnte 90 Mal reingehen. Crazy. Er fragt mich gerade, wie viele Runs wir machen. Soll ich einfach mal kalt schreiben? 90? Ich glaube, der lief dann einfach. Ich habe schon wieder das Falsche bekommen. Nein. Also das ist gerade die größte Verarsche. Wie oft bin ich jetzt drin? 10 Mal. Ich habe jedes Mal das Falsche bekommen. Das ist belastend. Ich gebe es gleich einfach auf. Ich glaube, ich sammle gleich einfach weiter hier. Wie die für... Ich sammle einfach für Wanderer. Das bringt ja auch Animo Damage.
Namen schon wieder nicht bekommen. Das ist mir zu dumm. Ich gehe jetzt raus. Das ist sehr nervig. Dann gucken wir mal, was ich jetzt bauen kann. Was habe ich denn jetzt? So, das wäre nichts. Ich kann nicht einmal. Oh, das ist noch ein gutes Zell. Also ich habe nicht schlechte Teile bekommen für das Set, aber das bringt mir halt nichts, weil ich eigentlich keinen dieser Charaktere habe. Außer halt hier Shinobu. Ich glaube, da werde ich es auch drauf machen.
Gut, also Crit Damage ja, ist beim Wanderer jetzt erstmal nicht so das Problem gerade aktuell. Ist MR Rate, sehe ich gerade. Also Crit Damage bin ich gerade bei 150. Und Crit Rate auf 37. Das ist gut. Also 150 ist ganz okay, ja. Dafür, dass mein Wanderer nicht mal maximal Level ist und allgemein die Waffe auch nicht mal maximal Level ist, sondern gerade mal Level 60 und da ich noch easy zweimal nach oben gehen kann und somit den Crit Damage nochmal deutlich höher ziehe. Also ich glaube, da müsste ich mal gucken, dass ich irgendwie Raid noch drauf bekomme. Aber ich habe wie gesagt noch gar keine gewollten Teile, also das sieht noch nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Ich nutze halt jetzt zweimal Vivi und zweimal das Wanderer-Set halt. Das bringt mir nochmal 30% mehr Animo-Damage insgesamt. Ja. Also bin ich insgesamt bei Animo Damage, bin ich jetzt auch mal bei 30%, weil das scheiße ist. Ja, gut. Leva iba.
weil diesen Neubi, den hat aber auch gefühlt jeder. Der scheint echt Zorn zu sein. Ich würde dir das selbst
Ja, mein Damage ist mal ein bisschen hochgegangen, das ist gut. Das ist sehr gut. Von 2k auf 3k. Ist zwar nicht viel, aber naja. Das hat sich verbessert. Rates nochmal hochgegangen, let's go. Das war Luck. Jetzt von der 37er Rate auf eine 44er gegangen. Ui. Not bad. Das ist schon mal ein weiterer Fortschritt. Ich glaube, so Crit Rate von 50, 60 wäre schon besser. Das war nun mal so, dass man immer ein Drittel von seinem Damage genommen hat, ne? Ja. Man kann natürlich dann auch höher gehen, ist natürlich dann besser, aber so hat man ja am besten mal gearbeitet. Zumindest habe ich das auch damals gemacht. So, dann, ich glaube, ich habe jetzt genug, um zu ziehen. Nice. Wie viel habe ich? Ich habe jetzt 9045 geteilt durch 150. Das sind 60. Ja, ich habe die 80. Wenn du möchtest, kann ich mal im Discord. Ja, machen Sie, Mann. Ich bin ready. Power off. So. So, bin ready, let's go. Dann gucken wir mal.
Die ersten 10. Warst du auf welchem Kitty warst du? Das habe ich nicht aufgebracht. Ich bin noch auf 0. Ist so, okay. Der war nix. Auch nix. Sind wir bei 3. Auch nichts. Vierte. Ich bin jetzt bei 48 Crit Rate, bis mittlerweile bekommen. Das ist richtig gut. Bei 5. Wieder nicht. Bei 6. Ja. Auch wieder nichts. So, da kommen wir jetzt zum Definitiven. Vielleicht kriegst du den Early, mal gucken. Mal schauen. Nee. Oh doch! Du hast den Early bekommen. Du hast auch das 50-50 verloren. Also mal sehen, ob es nächste 50-50 gönnt. Ich denke schon, dass du Asuka bekommst. Hoffentlich. Kannst schon damit rechnen. Kannst schon damit rechnen. Das muss sein. Und dann hast du, glaube ich, auch noch fast genug, um die dann noch zu kaufen, ne? Was? Nein! Wieso? Ne, doppelte. Kann nicht sein, als ob. Aff, es geht. Muss noch etwas ziehen. Fehlen mir noch 15. Ja, 15, dann kannst du auf jeden Fall nochmal einholen. Mist! Ich hab sie nicht mal gezogen. Hättest du noch einmal bekommen, hättest du ja auch 5 gehabt, ne? Ja. Oh wow, dann hättest du noch 15, hättest du 6 gehabt. Vielleicht hast du Glück und kriegst in den 15 Ziehungen nochmal ein. Vielleicht. Die Pistolen.
Bin ich jetzt dumm? Ich die Pistolen doch. Alter. Gut, ich habe jetzt mehr Damage von 3000 auf 4500 abgegradet. Also nochmal ein deutlicher Schritt nochmal nach oben. Jo. Not bad. Überfall noch auf 2000. Schon mal einen Fortschritt gemacht. Und da ist immer noch weiter Luft nach oben. Da meine Waffe ja noch nicht mal maxed ist. Das Lustige ist, dass ich jetzt die Waffe, die Pistolen auf 2 Sterne habe. Wow, okay. Noch 1 Stern, dann hast du ja aufgehört. Dann habe ich den Skin. Belastend. Alter, aber mein HP ist ordentlich runtergegangen. Ich bin bei 11.000, das ist viel zu wenig. Das ist wirklich zu wenig. Aber ich habe aber auch noch nicht das das Artefakt gelevelt für das HP. Also da kommt dann noch mal ein bisschen was raus. Bin ich bei 14.000 HP. Na, das geht ja schon mal. Thank you.
Sonnenschein.
礼はいいわ。 礼はいいわ。
Nein. Das ist gut. Thank you.
Na gut, ich bleibe ruhig, mache mich dann aber jetzt auch mal. Okay, dann gute Nacht. Yep. Dir auch, ne? Jo. Dann vielleicht bis morgen, ich weiß nicht, ob du da bist. Morgen, doch, morgen müsste ich da sein. Samstag werde ich eher nicht on sein, weil da feiert für Geburtstag. Jo, passt. Und dann gute Nacht dir. Gute Nacht, tschüss. Kugelcocktails. Ah, das sind die Kugelcocktails. Okay. Kugelcocktails. Kaktus-Spezialitäten. Diese bekommt ihr folgendermaßen, Leute. Diese bekommt ihr folgendermaßen, Leute. Dann könnt ihr easy go ein Stück, das erste Mal. Davon. Plus 1 Kaktus-Spezialitäten. Hier, danach braucht ihr nur noch 2 Stück. Das ist ein Drink. Und wem muss ich die jetzt geben? Ich geh mal pinkeln und dann machen wir das noch fertig.
Bakkamita. バカみたい。 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 バカみたい。
Bakamita. バカみたい。 So, denn dann machen wir jetzt die Mission da fertig. Oh, ich habe dann noch einen Teleporter, den ich noch nicht aktiviert habe. Wasser. Ich hab noch ein paar Sehschen. Nein.
Es hätte mehr Sinn gemacht, wenn ich von oben nach unten käme. Irgendjemanden reden. Ich glaube, hier laufe ich wieder zurück, oder? Ja, hier komme ich wieder zum Aufzug. Geh mal raus. Ich glaube, ich muss das googeln. Thank you.
Bakamita. Diese fünfmal eine gemeinsame Operation Instanz ab. Einmal rennen. Okay, das kann ich jetzt noch schnell machen. Der Skin ist richtig schön.
So, einmal Rennen gefahren. Schießel fünfmal gemeinsame Portion ab. Schieße einmal Raid auf Heldenhaft ab. Töte 30 Gegner in der Oberwelt. Öffne 10 Passfaktoren, das ist nicht schwer. Schieße einmal Klüfte der Leere ab. Na gut, für diese Woche habe ich es schon. Spiele fünfmal Mias Küche. Okay, das muss ich auch fachtern. Sammle 6 Höhlenkorallen. Müsste einfach sein. Besiege Habula am Drachen Atem Vulkan. Thank you.
noch 24 Tage, Schüsse 12, Kopfgeld, Missionen noch. Das muss ich auch noch spielen. Gut, ich denke dann für heute reicht es. Habe ich meins getan. Mehr kann ich nicht machen. Manche Rahmen sehen richtig cool aus. Hä? Welche ist das denn? Aus Event. Okay. Sieht aus wie die Dose, die Pen trinkt. Wirklich alles bekommen, was man so im Event bekommen kann. Hab jetzt nicht auf Ways Skin gespielt, weil ich den nicht gerade sehr besonders fand. Was ich morgen. Nee, das will ich jetzt nicht kaufen. Hatte ich für 15 Ziehungen.
Das wäre interessant. Das wäre 60 Mal. Nochmal. Das wäre bei 6000. Müsste ich für 105 Euro einkaufen quasi, dann könnte ich sie noch mal ziehen. Mit Glück. Oder ich hoffe, dass ich sie ziehen. Wie auch immer. Für heute reicht es. Dementsprechend, wir hören uns dann heute Abend. Wünsche ich euch allen eine schöne Nacht. Dann hören wir uns.